Nehmen wir das hier. Ich will noch kurz ein Zeitlevel dazwischen packen. Bin ich dann vielleicht eigentlich lieber eher zu einem späteren Zeitpunkt alle dann vielleicht machen. Aber ich will noch kurz was anderes machen. Irgendwas Kurzes, Fixes, was wenigstens ein Level ist und nicht Dingensbummens. Ewiges ewiges Sterben in einem Bonuslevel. Sag mal, du Cheater. Dir ist schon klar, dass mein Ding hier nicht so war wie deins. Kannst du mal hier bleiben? Es ist vorgesehen, dass du langsamer bist als ich, ja? Schließlich muss ich doch hier gewinnen, nicht du. Okay, gut, dass ich meine Invincibility Frames noch hatte. Nein. Okay, irgendwie überlebt. Oh, das hier. Du bist einfach hingestellt, Cutscene gibt's nicht. Ach, das Ding ist schon ausgelöst worden, okay. Und aus irgendeinem Grund bin ich gerade nicht richtig gesprungen, weiß ja geil warum. Okay, keine Ahnung, wie ich den erwischen konnte, ohne dabei zu sterben. Warte mal, hätte ich den überhaupt auslösen brauchen? Ich glaube nicht, oder? War der TNT bei ja aktiv? Das war eigentlich die Zeit gewesen, die ich unterbieten muss. Nee, das mache ich lieber nicht. Ne, ich glaube, die Zeit habe ich trotzdem nicht bekommen. Egal. Was habe ich bekommen? Wirklich abgeschlossen? Ach so, ich habe nur die Bronze-Version abgeschlossen, sehe ich gerade. Glaube ich. Warte mal. Warte mal. Dann, was ist das bei dem ersten Level nochmal gewesen? Da war 1,40, glaube ich. Was ist dann die nächste Version gewesen? 1,20 hätte ich fast bekommen. Weißt du was? Ich mach das nochmal. Ich mach das nochmal. Gucken, ob ich die 1,20 hinbekomme. Ich meine, ob ich das jetzt mache oder später, ist ja egal. Habe ich dann halt jetzt schon dazwischen gedrückt, irgendwie das Level. Oder beziehungsweise die Zeitlevel. Dass man aber die Cutscene ständig bekommt. Oh, Menno. Hau ab, du Sau. Ah, ich glaube, da hätte ich gerade besser machen können. Ich habe das Gefühl, dass die eine Kiste da wichtig ist. Eventuell. Oh, shit. Oh ja, Speedrun. Wo du so viel optimierst. Und bevor du dann so optimiert hast, dass du dann das Level ohne Probleme abschließen konntest mit der Bestzeit, hast du wahrscheinlich einen Hals, der so breit geworden ist, dass du wahrscheinlich damit die Sonne ummanteln könntest. Ah, verdammt. Ach nein, ich hätte das machen müssen, glaube ich. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie... Ja, ich habe schon wieder Zeit vermasselt. Ich habe wieder Zeit verloren, weil da steht 14. Vorhin war ich bei 10.
Ach Mist. Normalerweise war das doch so gewesen, wenn du eine Kiste zerstört hast, war dann Time Attack doch gar nicht mehr möglich, oder? Die Kiste da hinten ist ebenfalls eine. Die eine Sekunde gibt. Die versteckt hier ist hinter dieser, weiß ich was für ein Ding, was das hier ist. Oh, ich hab die Sau übersehen. Kurz woanders hingeguckt, Sau, und die Sau überfährt mich, überrennt mich. Ah, shit. Ja, kannst vergessen. Oh, das ist nervig. Egal, ich will das. Mein Abflug. Whatever. Oh, shit. Okay, cool. Naja, ich glaube, so ein Dash zu machen ist, glaube ich, nicht wirklich gut für die Zeit. Weil du bleibst ja ganz kurz stehen dabei. Ah, verdammt, nicht alle erwischt. Naja. Ich hoffe mal, das haut irgendwie hin. Hätte ich jetzt die andere Maske, hätte ich jetzt einfach da durchlatschen können. Ohne die Maske zu verlieren, die ich gerade habe. Ach was, wie unsichtbare Wand! Unfaire Sau. Das Spiel ist unfair. Okay. Mal gucken, vielleicht kriege ich das jetzt gleich hin. Kiste wieder übersehen. Nicht übersehen, verfehlt. Ich will das quasi so haben, dass ich die Kiste im Laufen kaputt mache und nicht da drauf springe. Shit. Egal, ich versuch's jetzt so. Wenigstens habe ich hier einen besseren Cycle gerade für die. Fuck, okay. Besseren Cycle vielleicht gerade gehabt, aber leider konntest du das vergessen. Weil alles andere, was hätte besser laufen können, einfach schlecht gelaufen ist. Gut, das ging. What a... Was mache ich da? Ich glaube, so ungefähr werden auch die ganzen anderen Time-Attacks dann ablaufen. Wenn ich dann versuche, wirklich die Bestzeit hinzukriegen. Ach shit, die Maske wieder verloren. Ja, und dann auch noch beide. Oh. Leider gibt es hier keinen Neustart. Thank you.
Cool. Dann habe ich ja jetzt gleich die dritte Maske. Liebt die danach auf der zweiten Stufe oder dann auf der ersten? Bin mir gerade nicht so sicher. Kann sein, dass sie auch weg war. Ach ja, klar. Mach die Maske weg, kurz bevor ich zum Nitro latsch. Aber die war gerade beim zweiten, habe ich gesehen. Unter 21. Nächster ab 53. Was? Ach du Scheiße. Wie gut musst du denn da sein? Geht das überhaupt? Kannst du das überhaupt auf 53 machen? Ich versuch's mal. Ich weiß aber nicht, wie du das auf 53 drücken willst. Ich meine, du darfst auf jeden Fall nirgendwo stehen bleiben. Nirgendwo stehen bleiben, nirgendwo hängen bleiben. Und nicht zurücklaufen. Und keine Cutscenes angucken. Ah, hier hinten ist nichts. Warum ist Crash vor mir? What the fuck? Fuck. Der dreht sich die ganze Zeit. What the fuck? What the fuck? Bist du damit schneller? Nein, oder? Nee. Aber ich habe gerade gesehen, ich habe einen Angriff. Ist das ein neuer Angriff? Was ist das? Was ist das für ein Angriff? Oder eine Bewegung? Was macht der da? Ich verstehe es nicht. Ist hier so schnell? Ich meine, so wie das aussieht, deutet es an, wenn du dich drehst, hast du eine schnelle Bewegung. Aber ich sehe davon nichts. Stattdessen kriege ich Steindonuts in die Fresse. Wie soll ich das denn hinbekommen, wenn ich nicht einmal weiß, warum dieser Geist so schnell ist? Was zum Geier ist das? Ich kann mich ja eigentlich drehen, wie ich gerade lustig bin. Schneller würde ich eigentlich, werde ich nicht wirklich. Oder ist das jetzt einfach wieder eine Sache, wo der Spieler so ein bisschen auf die falsche Fährte gebracht werden soll? So im Sinne von, hey, wenn du dich drehst, dann bist du schneller, aber davon merke ich doch gar nichts.
Selbst da vorne dreht er wie so ein diesen Kreiswürfel. Wie so ein Brummkeisel durch. Ah, verdammt, übersehen. Ich versuche noch einmal. Nee, schneller werde ich hier nicht. Schneller werde ich hier absolut nicht. Ach komm. Whatever. Einen richtigen Versuch noch. Das Einzige, was ich mir nur vorstellen kann, ist, irgendwo hast du die Möglichkeit, wieder vor ihm zu sein. Wo allerdings? Keinen blassen Dunst. Auch das Springen hier zum Beispiel gerade hätten wir wahrscheinlich besser machen können. Ah, verdammt. Ah, verdammt, 2 Sekunden. Nein, 3 Sekunden. Oder soll der Crash da vorne mir nur zeigen, hey, so schnell ist es? Und soll am Anfang quasi einen ein bisschen entmutigen. Aber, oh, verdammt. Aber wenn du dann irgendwo den Punkt gefunden hast, wo du dann schneller als er sein kannst, ja, dann weißt du, wo du halt sein, wieder schneller sein kannst. Spring! Ob ich die eine Maske jetzt hier kriege? Yep. Der ist sau schnell! Ich verstehe es nicht. Warum ist der so abartig schnell? Ah, verdammt, da komme ich nicht hoch. Ach komm. Ja, fuck off. Ja, jetzt tanzt du da auch noch rum. Wie so ein Affe. Oh. Wie willst du denn die 53 hinbekommen? What the? Ich verstehe nicht, wie man da schneller sein kann. Was ist das Geheimnis vom Geistercrash? Warum dreht er sich wie bekloppt? Warum ist er schneller? Ich verstehe es nicht. Was ist da denn bitte falsch am Laufen? Angucken kann ich mir die nicht, ne? Nein. Aber interessant, relativ viele... Warte mal. 6, 12, 18, 24... 24 Level? Mehr oder weniger? Meister alle Platin-Rückblenden-Relikte. Dafür kriegst du eine... Captain's Outfit? Schließt du das Spiel ab, dafür kriegst du dann ein Outfit, wie du zusammengeschlagen worden bist. Geil. Oh ja, gut. Oh Mann, ey. Ich mache jetzt hier Feierabend. Oh Mann. Macht auf jeden Fall echt verdammt Spaß. Auf jeden Fall ist es aber auch stressig ohne Ende. Vor allen Dingen ist es irgendwie schwieriger. Aber es ist teilweise auch schwieriger, weil einfach die ganzen Kisten teilweise an irgendwelchen Stellen sind, wo du dir denkst, wie zum Geier willst du da eigentlich hinkommen? Und jetzt das zum Beispiel ist auch halt eine merkwürdige Sache. Ich meine, warum zum Beispiel ist Geistercrash schneller als ich? Ach, naja, egal. Vielleicht gibt's da irgendwas, wenn man das Spiel durchgespielt hat und dann bist du auf einmal schneller als sonst, wer weiß. Naja, gut. Ich würde dann jetzt hier, wie gesagt, sagen, ich mache dann jetzt hier Feierabend und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Bye-bye.